Nun folgende Einlassung behandelt eine Literaturgattung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ihre Interpretation gleich mitliefert, was die Sache nicht nur nicht schöner macht, sondern hässlich. Ich rede hier natürlich von Fabeln. Und unter Aufbietung aller Wortspielkraft trägt der Text den Titel Fabelhaft. Eine völlig zu Recht aus der Mode gekommene Literaturgattung ist die Fabel. Es handelt sich dabei um die Diddelmaus der Schriftstellerei. Angeblich kindgerecht und trotzdem zutiefst unsympathisch. Offiziell handelt es sich ja bei Fabeln um, und ich zitiere, eine kürzere Erzählung mit belehrender Absicht, in der vor allem Tiere, aber auch Pflanzen und andere Dinge menschliche Eigenschaften besitzen. Die Fabelhandlung zielt auf die Schlusspointe hin, an die sich meist eine allgemeingültige Moral anschließt. Wir kennen das. Das sind dann Texte wie: Die Schildkröte saß an einem Fluss, als ein Skorpion vorbeikam und fragte, ob die Schildkröte ihn auf dem Rücken über den Fluss tragen würde. Die Schildkröte sagte, aber du wirst mich stechen. Woraufhin der Skorpion über dem Feuer einen fahren ließ und beide explodierten. Und die Moral von der Geschichte ist, das ist nun mal die Natur der Grillanzünder. Ja, es gibt hunderte solcher Kurzgeschichten, die Welt nicht braucht. In denen dann der Storch Adebar, Reineke Fuchs, Isegrim Wolf oder Grimbart der Dachs, wahrscheinlich aus Empörung über ihre Namen, grauenvoll altbackene Pseudo-Weisheiten verbreiten. Man kann zu schweigen von Meister Lampe, dem Hasen oder dem Bären, der nach Geheimnisverrat benannt wurde, Meister Petz. Kein Wunder, dass Bären hier ausstorben. Ja, gib mir Tiernamen. Das verspricht eigentlich Spaß ohne Moral. Aber das umgekehrte Prinzip ödet an. Und was heißt hier überhaupt allgemeingültige Moral? Man muss doch nicht immer alles größer machen, was Tiere tun. Hunde kacken auf den Gehsteig. Das bedeutet, auf dem Gehsteig liegt Kacke. Reicht doch. Ohne diese besserwisserische Attitüde. Ich meine, allgemeingültige Moral, höhere Wahrheit am Arsch. Wir sind doch mit dem Interpretieren der Realität schon heillos überfordert. Man bitte, Marder beißen Bremskabel durch. Ist das dann Kritik an der Autoindustrie? Oder vielleicht mal ein noch anspruchsvolleres Beispiel. Das CERN. Dieser sauteure, hochkomplexe Teilchenbeschleuniger, wo uns Physiker alle 2 Jahre erzählen, dass sie beim Saugen und am Sofa des Universums mal wieder ein neues Teilchen gefunden haben. Das wurde vor 6 Jahren lahmgelegt, weil ein Vogel Baguette-Reste in den oberirdischen Teil der Anlage warf. War die Moral dann Atomkraft? Nein, danke. Oder diese Aufback-Baguettes sind scheiße. Und vor einigen Monaten hat ein Steinmarder das CERN schon wieder lahmgelegt. Ein Stromkabel durchgebissen. Was wollte der uns sagen? Über solche Dinge lohnt es sich nachzudenken. Und ich meine bitte, wenn schon erfundene Fabel, dann bitte wenigstens mal die poetischen Möglichkeiten ausschöpfen. Es sind ja schließlich auch Pflanzen erlaubt. Wäre doch auch mal was. Der Kirschbaum saß in der Allee und weinte, weil seine Blütenblätter fielen. Oh, hier ist das so traurig. Blüten sind so schön. Aber jetzt fallen. Oh. Kirschbäume sind selbstredend Japaner. Da aber kam eine Hanfpflanze aus dem angrenzenden Garten, rauchte ein wenig von sich selbst und sagte, Alter, du darfst ihn einfach nicht so stressen.
klar ist es scheiße, wenn die Blüten fallen, aber dann kommen wieder neue Kirschbäume und werden Kommoden. Und in die legt man dann Socken aus Hanf und darunter Papier. Und das Papier ist aus Bäumen gemacht. Und da schließt sich der Kreis. Verstehst du? Und der Kirschbaum nickte bedächtig und sagte, oh, nein. Ich verstehe gar nichts. Und das ist richtig. Denn nichts verstehen ist die einzige allgemeingültige Moral, die es gibt. Und wer weiß, vielleicht sind wir ja alle auch nur Teil einer großen kosmischen Fabel, die gerade im Oriongürtel geschrieben wird. Es war einmal die Menschheit, die glaubte an eine allgemeingültige Wahrheit, und um diese zu finden, untertunnelten sie die halbe Schweiz und schossen Elektronen aufeinander, bis Assibart der Marder das richtige Kabel fand, ein schwarzes Loch erzeugte und die Erde sofort verschluckte. Und die Moral von der Geschichte ist, Hunde kacken auf den Gehsteig. Dankeschön. Starter Nummer 3, meine Damen und Herren, Applaus. Aus dem schönen München. Für's.